Meine Damen und Herren, zwei richtig geile, kostenlose Dinger sind jetzt hier da und die werden wir gleich öffnen. Hallo? Hallo, 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 weiter geht es mit Clash Royale. Willkommen dazu. Ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Und heute ist es soweit, das große, spezielle, wunderbare, tolle Unboxing, wollte ich gerade sagen. Ne, es kam schon, das Halloween-Special von der Lootbox. Schaut mal gerne vorbei, kam um 15 Uhr. Ich würde sagen, von dem Opening. Und zwar von einer kostenlosen Legendary-Chest und einer kostenlosen Epic-Chest. Meine Damen und Herren, zwei richtig geile, kostenlose Dinger sind jetzt hier da und die werden wir gleich öffnen. Ist das nicht richtig cool? Ja, ist es. Man sieht es schon unten, da ist aufgelistet, dann nehmen natürlich zwei Silbertruhen. Ich weiß, ich habe mich letztes Mal beschwert von wegen, ich ziehe zwei Legendaries und bekomme nur Silbertruhen. Ja, 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 ja. Ja, ich beschwere mich sehr gerne. Also, sorry. Sorry dafür. Bevor es aber losgeht, gehe ich erstmal kurz in den Clan. Und in die Gilde, wie auch immer. Und ist der Clan, ne? Clan, ja. Und werden wir eben kurz hier was anfordern. Und zwar einen wunderbaren Riesen. Dankeschön. Ich hätte gerne einen Riesen. Vielen, vielen Dank, wer mir den spendet. Ebenso starten wir natürlich mit den Gratis-Truhen, womit denn sonst. Und wir schauen dann gleich nochmal kurz in den Shop hinein. Ich hatte gestern ein Angebot. Epic! Erstmal ein Golem aus der Free Chest. Wie gut ist das denn bitte? Richtig geil. Oh, Riese halten von XX Gamer. Dankeschön, du bist jetzt im Video. Viel Spaß dabei. So, im Shop ist der Epic Sunday, der epische Sonntag. Und ich habe leider kein Legendary. Ich habe wieder den Ice Golem hier. Könnt ihr mir jeweils für 20 holen. Jeweils 50 Stück hier an der Zahl. Insgesamt würde das 25.500 kosten. So viel Money habe ich ja gar nicht. Ja, und kein Sonderangebot, leider. War letztes Mal auch nur eine Magietruhe, nur in Anführungsstrichen und ganz viele Gems. Wäre eigentlich billig gewesen, hätte ich mir kaufen sollen, aber ich war wieder doof, hab's vergessen. Naja, da ist mein Deck, scheißegal. So, jetzt öffnen wir erstmal kurz. Fangen wir mal an mit den Silbertruhen. So, Silbertruhen Nummer 1, Silbertruhen Nummer 2, sehr gut. Und jetzt geht es los mit der kostenlosen epischen Truhe. Denkt daran, es ist eine kostenlose legendäre Truhe und eine kostenlose epische Truhe. Kostenlose epische Truhe. Let's go. Ich bin gespannt. Haben wir wieder Legendary? Müssen wir. Wir bekommen ja eh Legendary. Aber wir bekommen vielleicht sogar eine andere Truhe noch. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann lasst uns mal loslegen. Ein Spiegel mal zwei. Ja. Ja, es ist ein Spiegel. Ich glaube, die epische Karte nicht so gut für die Benutzer, aber es ist ein Spiegel. Gut für Trolldecks. Weiter geht es dann mit den Loon mal 3. Ja, ich mag den Loon. So langsam Richtung Level 6. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und als letztes kommt das Kobold fast mal 5. Okay. Kann eigentlich in einer epischen Truhe auch ein Legendary drin sein? Das sind die neuen Truhen, die kenne ich ja noch nicht alle. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ja, die also die Chance ist bestimmt sehr, sehr gering. So, und jetzt wohl das, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar eine legendäre Truhe. Oh Gott, es ist einfach so geil. Man ist zu 100% gemacht. Da fliegt sogar noch Sternenstaub und irgend so Staub herum. Es ist einfach eine Truhe, wo man weiß, es kommt ein Legendary. Wie geil ist das denn bitte? Richtig geil. Dann öffnen wir das Ding nochmal. Ich bin gespannt, Leute. Drückt mir die Daumen für ein geiles Legendary. Letztes Mal haben wir, glaube ich, den Hund bekommen. Genau. Bei der ersten habe ich einen Hund bekommen und hier bekomme ich jetzt den Tunnelgräber. Jawohl. Richtig geile Schlagsahne. Wow. Das ist eine geile Kirsche oben drauf. Gefällt mir. Gefällt mir sogar gut. Der Tunnelgräber. Ich muss ja allgemein den noch ein bisschen testen mit dem oder ein bisschen spielen mit dem, damit ich krasser werde. Ja. Und cool. Jetzt haben wir den Tunnelgräber hier. Da ist er. Da ist der junge Freund namens Tunnelgräber. Wie geht's denn so? Können wir jetzt hochziehen auf Level Nummer 2? Das Gold werde ich mir erstmal aufbewahren. Ihr schreibt auch viel von wegen Lars, spiel noch mal wieder ein Holzfäller-Deck. Werde ich machen. Ich werde ein Holzfäller-Deck bald spielen, genauso wie ein Tunnelgräber-Deck. Wir haben ja jetzt wieder die Möglichkeit, ganz viele Videos aufzunehmen. Oder ich kann es ja wieder von daher, wie es kommt. Aber zurzeit bin ich noch an diesem Deck hier testen. Mit dem Mega-Lakai, mit dem Riesen, mit dem Inferno-Drache. Halt neue Karten. Juhu, nach Arena will ich gar nicht hier. Nach Seltenheit. So. Ja, und damit möchte ich jetzt ein bisschen weiterspielen und testen. Und testen, testen, testen. Ich glaube, wir müssen uns heute zwei. Warum dauert das so lange, bis das Spiel startet? Egal. Wir müssen, glaube ich, heute uns zwei Kronentruhen verdienen. Und ich hoffe doch mal, dass mit diesem Deck hier. Ich bin ehrlich so einer. Ich muss die Decks länger spielen.
Sonst kann ich die nicht. Ich muss mindestens so 2, 3, 4, vielleicht sogar eine Woche, bevor ich richtig gut damit bin. Sonst kacke ich rein. Weil ich, ihr wisst ja allgemein, ich bin ein schlechter Spieler. Das ist bewusst, mir bewusst. Das weiß ich. Habe ich ein bisschen nachgelassen. Ja, alles klärchen. Er spielt den Kollegen rein. Interessant, interessant, interessant. Wir kommen natürlich hier mit. Dann kommen wir hier mit. Und wir kommen mit einem Giftzauber. So ist der Plan. Genauso wie wir noch einen Eismagier hinterher droppen. Mein Ries ist down. Okay, da kommt der. Ja. Ein bisschen Damage bekommen wir da drauf. Durch den Freund namens. Okay. Interessant. Wie schnell hintereinander noch was spammen kann. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Nein, der Holzfäller ist dran. Er lässt die Giftzauber besser. Obwohl, jetzt einfach. Mein Tauki darf unter 50%. Wie viel Damage? So, nachdem ich jetzt verkackt habe, YOLO, denke ich mir mal, ich switch mal und wir werden den Holzfäller einfach mal upgraden. 5000 Gold. Ich meine, ich wollte ja ein Deck damit spielen. Machen wir doch mal. Holzfäller ist dabei. Holzfäller-Deck. Das sah sehr gut aus, das Deck. Deswegen spiele ich das jetzt. Ich bin, ja, doch. Einmal ein gutes Deck gesehen, einmal wurde ich hart vernichtet. Gleich switchen wir und probieren das Deck aus. 3700 Pokale hat der junge Freund hier. Das ist ja unfassbar. Wo hast du denn so viele Pokale her? Das gibt's doch gar nicht. Der Holzfäller. Holzfäller Bob. Bobby Mac Bob. Wo ist denn mein? Wo ist denn mein? Ich hoffe, er hat keinen Tunnelgräber hier am Start. Sonst ist er wieder böse unterwegs und will wieder meine Puppe kaputt machen. Hat er nicht. Okay, wir spielen Musketier. Alles klärchen, das gefällt mir. Und los geht es. Oh mein Gott, drei Muskeltiere. Oh mein Gott, die drei Muskeltiere sind am Start. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber, ja, wir machen so ein bisschen Damage drauf. Das ist sehr schön. Hier frieren wir kurz ein. Es laggt. Ist trotzdem eingefroren. Es kommt der Tunnelgräber. Das ist gar nicht gut. Der macht Aua, Aua. Mein Tower wieder sehr viel Damage bekommen. Musketier zur Verteidigung hier. Sein Musketier schießt die ganze auf mein Tower. Oh mein Gott! Warum macht er so viel Damage? Egal, mein Tau geht auf 700, seiner geht auf 1292, glaube ich, ausgeglichen. Ebenso machen wir noch ein bisschen Damage da oben drauf, außer er droppt einen Mini-Packer, macht er. Muss ich machen. Alter, wie viel Damage der Holzfäller macht? Hat er echt immer schon so viel gemacht, das ist ja unfassbar. Wir kommen natürlich mit einem Riesen angelaufen, wie sich das gehört. Rechts unser Megalacker muss sich droppen. Da kommen die drei jungen Damen wieder. Alter, wie viel da geschossen wird einfach. Von den Megalakaien, beziehungsweise von den ganzen Musketieren. Da wird er nur geschossen. So, wir haben wieder verloren. Oh mein Gott, ich gewinne das noch. Oh mein Gott, ich gewinne das noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich gewinne das noch. Oh mein Gott, ich gewinne das noch. Ich hab's doch gewonnen, Leute. Niemals aufgeben, denkt daran. Niemals aufgeben. Oh mein Gott, ich hab das noch gewonnen. Und eine Goldtruhe. Geil. Leute, ich hab's noch gewonnen. Das gefällt mir. Weiter geht's. Das Deck. Man muss erst wissen, wie es funktioniert. Und dann läuft es gegen Mike. So, Mike, komm her. Komm her, Mike. Komm zu mir. Ich möchte dich gerne vernaschen, Mike. Du alter, süßer, sexy Boy. Ich hab Bock auf dich. Komm her. Los. Eine Pumpe gegen Pumpe. Alles pumpig geil. Ist okay. Wir starten gleich mit einem Riesen. Wir warten kurz, was passiert. Was er spielt. Nix. Dann kommt unser Riese. Unser Quest-Spieler. Oh, oh. Funky. Funky. So, Funky kurz, wunderbar. Hier, der Sepp hat definitiv gepasst. Da musste kurz Timing rausgehauen werden. Timing war okay. So, jetzt kommen wir hier mit unserem Freund. Der pusht den. Oh, der pusht den. Der pusht den. Geil hat er den gepusht. Richtig gut gepusht. Gefällt mir.
Hier ist Zauber drauf. Jetzt gibt's den Boot-Zauber. Oh! Da hat's Boots und Schlitz gemacht. Da hat's richtig Boots und Schlitz gemacht. So gefällt mir das. Sehr schön. Da wird nochmal eingefroren, die Kiste. Flop. So schön, so geil, so toll. Oh, es funktioniert. Es funktioniert. Das Deck funktioniert. Einfach den Holzfäller hinter dem Riesen und wenn der dann da ist, dann macht's Schlitz. Und zwar richtig Boom. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt kommt gleich wieder mit Funky. Hier kommt mit einem Riesen angelaufen. Von der anderen Seite. Sehr gut. Da wieder eingefroren. Und der Megalakai macht den Scheiß kaputt. Da oben geht vor alles down. Das ist mir an der Stelle eigentlich egal. Die Barbar muss ich jetzt irgendwie wegbekommen. So, Barbar bekomme ich weg. Sehr schön. Kommt ein böser Push. Wir werden mich einfach verteidigen hier an der Stelle. AP. Mit 19 AP gewinnen wir das Ding und bekommen es über Truhe. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dafür weine ich jetzt auch. Mit Glück am Ende gewinnen wir noch. Sehr schön. Ja, Glück muss man auch haben. Von daher ist das doch alles okay. Weiter geht es. Die Kronentruhe muss verdient werden. Los. Wir haben nichts. Wir haben nichts, um das zu verteidigen. Oh Gott, nein. Nein, ja. Überleben schon wieder. Oh, ich hab Bock auf die Prinzenrolle, Leute. Ich hab so Bock gerade auf die Prinzenrolle. Jetzt muss die Prinzenrolle kommen. So, Leute, Prinzenrolle! Und erstmal Kronentruhe gönnen! Na, kein. Knall. Und eine Koboldhütte. Da war ziemlich viel drin. Cool, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Prinzenrolle wird getestet. Lalalala. Oh, ich hab den Holzfäller noch drin. Boah, Prinzenrolle plus Holzfäller ist ja die ultimative krasse Kombo. Aber es kostet sehr viel Elixier. Es kostet sehr viel Elixier. Kann man ja mal testen. Funktioniert das? Geht das? Okay. Jetzt! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das war ein Tower! Oh shit! Was war das denn für... Alter, wie schnell der Tower weg war. Wie schnell der Tower weg war. Oh mein Gott, wie schnell der Tower weg war. Was zur Hölle war das denn bitte? Was zur Hölle war das? Das war ja mit das Krasseste, was ich jemals gesehen habe in diesem Spiel. So, der Magier muss down gehen oder schießen oder was auch immer. Okay, los geht's. Ui, ui. Okay, mein Tor geht auf 50%. Das war zu erwarten. So, nächste Pumpe wird gestellt. Der Freund wieder eingefroren, gefällt mir. Der Sepp war okay. Mein Tower geht down, leider. Wir gehen einfach auf 3. Scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. Gehen wir einfach auf 3. Da schaffen wir es nicht. Es war ein Versuch wert. So, nächster Anlauf.
Okay, schön auf die knusprigen Boys. Hier können wir ein Gift draufballern, das ist okay. Sehr schön. Mach kaputt den Scheiß. Prinz kommt von unten rechts angeballert. Da ist der junge Freund. Ui. Giftzauber drauf. Die Pritze durch, die Pritze durch. Einer zumindest. Na, es reicht leider nicht. Schade, schade. Nein, nein, du machst, da machst du keinen Damage. Brauchst du gar nicht versuchen, das ist alles okay. Sehr gut, da kommt die Prinzessin. Giftzauber für die Prinzessin. Da kommen beide Prinzen angelaufen, beide Prinzen. Prinz, Prinz. Prinz, er droppt eine Pumpe. Er droppt eiskalt eine Pumpe. Um das zu verteidigen. Eiskalt einfach eine Pumpe gedroppt. Was für ein Drecksack. Nein, 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 aus, aus, aus. Der Vorbei reicht nicht, aus. 66 HP. Glück gehabt. Uiuiuiui. Aber wie schnell der Tower down war einfach mit der Kombi. Richtig krank. Viel am Testen, viel am Durchprobieren. Dafür haben wir jetzt nicht viele Kronen verdient. Sehr, sehr wenig. Haben, glaube ich, sogar Minuspokale gemacht. Scheißegal. Mal ist nur einmal im Jahr. Wir haben zwei Kisten geöffnet. Holzfäller mit eingebaut, ob der sinnvoll ist bei diesem Deck hier. Aber man sieht es, wenn er einmal zuschlägt, dann macht Aua. Aua ins Gesicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, seid ein Haufen Super Nicer Boys. Reingauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.